Ich sag mal, moin moin. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Runde hier. LS19 von der Matchmap. Und zwar ja, sind wir heute wieder mit, was haben wir, mit 8 Leuten unterwegs. 2-4-2er-Teams. Und zwar gehe ich mal Teams kurz durch. Wir haben mal Speedy und Salazar. Moin moin. 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 Salazar recht leise, ne? Aber okay. Dann haben wir Team Jenny. Heute Unterstützung von Alex, neue Mitspielerin. Moin moin. Sei willkommen. Moin. Ja. Jenny natürlich auch. Und Holger ist zurück. Typisch Mann. Ich erzählt, hat für ihn angebrochen. Aber da kriege ich für wieder eine auf den Frack. Von Jim. Abend. Moin. So, ja, heute unterstützt mich statt dem Matze heute die Alex. Geil, Alex hallo. Start. Die Frau dran, vom aber sind jetzt theoretisch und die wird cool, mich jetzt gerade ein wenig unterstützen. Okay, aber ne, also heißt nicht, dass du gleich wieder los musst, wenn du Zeit hast. Kannst ja gerne ein bisschen da sein. Ja, also leider sind auf der Match-Tafel immer noch keine Punkte. Wir aber machen so schnell auch noch keinen. Bald soll das losgehen, dass wir da ein paar Punkte drauf sehen. Jeder weiß noch, wo er aufgehört hat. Kriegen wir hin. Ja, ungefähr. Wollen wir mal gucken. Ich denke mal, wir müssen warten, bis der Regen vorbei ist, oder? Das ja, heißt, mein das sowieso. Das Problem haben wir zum Glück nicht. Ja, ihr hört einen Thomas im Hintergrund. Ihr seht ihn da auch so ein bisschen vorbeispickeln. Wie weit du kommst. Naja, bis zur Brücke komme ich ja, also von daher. Da ist er. Aber kann ja keiner klauen. Schön, dass wir so viel ausreichende Stellfläche haben. Ich klaue mir mal kurz die Alex und dann sind wir gleich wieder da. Mach mal Teambriefing. Genau. Shelly muss am besten das Mikro nochmal finden. Oder hast du schon, was moved out of channel switched. Alex? Alex? Ja, Jenny, hi. Hi. Und zwar erstmal herzlich willkommen hier bei uns in der Mädelsrunde inzwischen. Ja, dein Mann, dein Männer ist gerade vom Einsatz wiedergekommen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Aber jetzt lass uns beiden Mädels das doch mal spielen. Ich würde rotzfrech behaupten, schmeiß dich in den Trecker, der auf Feld 40 steht, und sehe weiter an, der steht schon richtig mit Soja. Und ich räume ein bisschen bei uns auf dem Hof auf. Weil die Mission läuft, ansehen können wir bei Regen machen. Okay. Und dann grob, wenn du fertig bist, wieder retour. Richtung, so weit wie du kommst, weil die Brücken sind ja zu. Ach so, ja, stimmt. Ja, hier gibt's Brücken, die zu sind. Dann, bis später. Ich nehme dich wieder mit hoch. Okay. User was moved out channel of your channel. Gut. Na, ich probiere es nicht aus. Da sind die Damen zurück. Ja, so schnell sind wir wieder da. Ja, letzte Aufnahmerunde war ich ja Einzelkämpfer. Da musst du jetzt erstmal, egal mit wem ich gespielt hätte, erstmal erklären, wo, was, wie. Bestimmt. Ja, meine Lieben, ihr wisst es noch, ich habe letztes Mal alleine gekämpft. Zwangspause dank Regen? Nee. Ich habe noch eine Mission, die läuft. Eine Mission mit Ballen pressen. Also ich nicht. Ja, nicht schlecht. Alter, wie sieht das denn hier aus? War das sicher stürmischer, Lazar? Also wir kommen mit Arbeit nicht hinterher. Ja, ihr habt ja mehr wie genug Missionen. Um ist noch eine? 11, 12. Grasmission, ja. Das ist aber gerade ganz schön stürmisch hier. Ja, das muss ich auch sagen. Unsere Fahrzeuge stehen hier diagonal in der Halle. Aber alles, was hier drin ist. Muss ich mal gucken, ob das bei mir auch der Fall ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich sehe hier gerade irgendwie Hochwasser. Das war der Wind. Kann das sein? Hochwasser auf deinem Match mit? Ja? Weiß. Könnte das hinkommen? Ich fange mal an zu mähen. Ich bin jetzt hier einen kleinen Umweg gefahren. So, wir 8x30, oder? Ja. 8 bis 6 oder so? Ja, von 8 bis 6 war das. Oh nein. Was du? Ich bin an diesem blöden Schild hier. Aber jetzt nicht mehr. Ja, wir haben hier nur Ballpressmissionen, also da können sich Dani und Shelly dran austoben mit ihrem Gras-Equipment. Aber wir räumen jetzt hier erstmal auf. Ja doch, an der Nordsee war das ganz schön pustig letzte Nacht. Aber wir müssen mal gucken, ob wir noch einen Flug haben. Ansonsten müssen wir den nämlich noch kaufen. Ich habe gedacht, dass wir einen Sturmflug oder so angucken heute. Ja, aber mal gucken, Blut was wir hinkriegen. Einen Flug kaufen, um machen wir. Sieben. Der steht noch auf dem Plan. Jetzt um sieben. Muss ich mal gucken, Fluggrubber, was da noch also fehlt. Also nicht unsere Zeit. Kriegen wir hin. Ja, die Alex ist eine kleine, ist leise, schüchtern, ne? Am Außendeich. So klein, das weiß ich nicht, aber ich weiß, sie ist leise und schüchtern.
Aber das kriegen wir auch noch hin. Dass die hier so fleißig mitspielt. Oh, der Trecker ist zwar nicht der schnellste, aber er funktioniert. Auch. Ein Team, die jetzt gar nichts machen können bei dem Regen, oder habt ihr irgendwas passendes anderes gefunden? Oh nö. Was machst du gerade? Nee, schon 17. Wie anderes geht ja noch nicht. Okay, ne? Gucken wir mal in die Garage. Guck mal ein paar Fehler hier auf der Karte. 1, 2, 3 Trecker, ein Drescher. Fehler suchen. Da haben also falsch parkende Autos oder schriebene Autos oder. Maschine Striegel. Aber nämlich keine Bezahlung, wenn du welche findest. Nee, dann müssen wir uns echt noch einen 200 oder so. Scheiben. Wie beim Abschleppen letztes Mal. Ja, nee, das gleich wäre. 125, der ist noch zu teuer. So, ich müsste mal wieder. Bauernpunkt hin, weil ich da irgendwas mitgenommen habe, was ich nicht haben darf. Achso, Speedy, bei mir steht alles ordnungsgemäß in der Halle. Ja, war klar. Dass bei mir wieder alles ordnungsgemäß läuft. Du weißt doch, das ist wieder typisch Frau, oder? Ja, ja, ihr mit Frauenpower diesmal. Ja, wir sind mit drei Frauen diesmal auf dem Server. Uiuiui. Echt, ne? Weil da machen wir. Ja. Ob das die Männer überstehen, Shelly? Also wir haben zumindest hier die Frauenquote, die Frauenquote erfüllt. Definitiv. Bei dem Projekt ja. Holst du auch gleich noch die Bayernpresse denn schon zum Feld, weil noch Lohnschwaben nicht? So. Ja, aber ihr hört es im Hintergrund sabbeln, das ist was Thomas, der hier ein bisschen was macht. Das einmal Arbeitsbreite. Aber immer schön den ganzen Rand mit. Ja, ich muss hier mal kurz dazwischen gehen. Einen kleinen Moment, meine Lieben. So, ich bin wieder. Der Regen zieht sich ja schon wieder hier. Was bei uns zu sehen auf den Feldern, teilweise riesige Pfützen, ganze neuen Seen sind da, glaube ich, standen. Auf jeden da Fall macht ihr Heu Teiche. Oder was? Nee. Ich glaube, Silageballen, oder was haben wir hier für eine Mission? Ich glaube, Shelly hat die angenommen, ich habe noch nicht mal geguckt. Ja, weiß ich auch nicht. Wisst auch nicht. Nee. Kann mal gucken. Doch. Bienen und Beinpressen. Fassballen und wickel sie ein zu Silageballen. Und dann sollen die zu Gärtnerei West. Da können wir ja froh sein, dass wir den Season Mod nicht drauf haben, weil dann würde die Mission vor euch jetzt scheitern. Würde sie auch zum Dreschen Silage wahrscheinlich nie kommen, denn nachts ist immer zu feucht zum Dreschen, wenn nicht Regen. Das. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es funktioniert jetzt soweit. Wir müssen jetzt halt warten. Alex, klappt's bei dir? Ja. Dann ist ja gut. Wir haben wenigstens eine Mission, die wir machen können. Jetzt warten wir drauf, dass aufhört mit Regnen. Macht ihr Schönes? Ansehen. Sojabohnen auf Feld 40. Die Technik haben wir nicht. Wir sind ja sehr grasspezialisiert hier. Ja, ihr habt euch auf Gras spezialisiert und wir alles, was Feldarbeit ist, soweit. Bis aufs Pflügen. Ja, aber nur mit Grasmission, also das müssen wir noch mal sehen. Düngen, na gut, düngen können wir auch aber dann mal. Und pflügen können wir auch. Aber das Zeitfenster ist, wenn wir mal 15 spielen, ja echt immer recht kurz, wo man von einer Insel auf die andere Mission machen kann. Die Wege sind lang und die Zeiten kurz.
Was war denn das? Meine Lieben, was war denn das für ein Blitzel? War das ein Lichtlein? Ja, ich habe auch... Aber was schön ist, bisher gab es eine ganz tolle Resonanz zu dem Projekt. Das stimmt. Also, dass viele das Projekt gefunden. Das ist mal ein entspanntes Spielen auch hier, ne? Wie gesagt, das Wetter ist nicht so schön, aber... Ja, das Wetter schiebt. Ja. Boah, das kennen wir ja auf der Marsch ja auch. Die erste Zeit nur Regen. Ein Tag Sonne, nächster Regen. Ein Tag Sonne, nächster Regen. Weiß ich, was die haben, bei uns auf der Karte nicht. Ja. Wir müssen aber neu runterladen. Hab sie jetzt auch nicht mehr. Was, die Regenmarsch? Ja, dann kriegen wir aber auch hier einen Big M Sponsor. Nee. Ich will ja den John Deere Drescher kaufen, ich will ja nicht gesponsert. Ach so. Hast du Geld dafür? Ja, das finden wir irgendwo. Suchen Missionen. Also Ballenpressen sind da ohne Ende. Ja, Rabattaktion beim Händler bräuchten wir jetzt hier, ne? Ja, Fahrzeug und Sonderangebot. Gibt's ja nicht mehr um 19. Oder? 60? Nein. Macht man nämlich letztens 67 auch und 66. Was haben wir denn meine da? Das nämlich, und ich dachte doch, das gab's, aber es war in den letzten Teilen. Das waren um 19 haben sie es irgendwie rausgenommen, warum auch immer. Okay. Aber fast fertig, die eine Mission. Juhu! Spionage am Feld. Nö, nur gucken, wer fleißig ist hier. Ja. Wir arbeiten die Nacht durch hier. Ach, Shelly geht nochmal. Wird bei Holger gearbeitet? Das weiß ich noch nicht, da war ich noch gar nicht. Muss mal gucken, ob wir was tun. Du bist fertig, Alex. Du kannst aufhören. Nur die Teams hier mit Frauenunterstützung. Also ich habe gearbeitet, ja, ich habe das Geld gezählt. Du hast das Geld gezählt? Na toll. Der Gute. Gewinn bringt an, über Nacht spekulieren oder so. Ja, wir suchen hier wieder eine Mission, aber wir haben noch nichts dabei, was uns passt. Das ist das Wetter spekulieren, ja. Da fehlt. Oh, das stimmt. Maisgebiss sollten wir noch kaufen. Noch Besuch hier. Ja, wie das funktionieren könnte. Stimmt, ja. Das glaube ich ja wohl nicht. Ja. So Geldanlage, ne? Wo man das wirklich. Baumwolle, nein. 24, nein. Muss ich einbauen. Börse oder was? So, dann gehen wir nochmal gucken. Irgendwie okay. So Einkaufsmöglichkeiten. Apropos bauen. Also, du warst ja wohl doch nicht so. Boah, für 45? Ja, mal, also du warst ja wohl begeistert von der Äußerung. Der MF Activa 7.3, gucken wir mal, welchen wir eigentlich gekauft Baustoffen. Ja, also was generell ist sowas theoretisch auch machbar, dass auch eine Produktionsstätte erst entsteht, nachdem man da irgendwas hingebracht hat. Aber ich habe mich da noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Und ja, aber das wäre ja, ich sag mal, von der Physik her so ähnlich, sag ich mal, wie die Brücke. Holger, was machst du denn hier? 7347. Zum Brückenbau meinst du? Ja, also hier mal vom Prinzip, aber das müsste natürlich nur so sein, wenn die Produktion fertig ist, müsste ja, oder dass wir das zumindest schon mal rumliegen haben. Stelle für das Lieferant, also für wo das. Wir warten drauf, dass aufhört zu verschwinden. Sieht auch teilweise irgendwie, also es ist theoretisch machbar. Immer dieser Regen hier. Mod mal irgendwo gefunden, weil Mods werden ja regelmäßig geklaut. Und von mir hatte jemand das Kies weggeklaut, ich glaube aus dem Ostblock so ungefähr. Und hatte das aber so gemacht, dass man noch irgendwelche Produkte tatsächlich hinbringen muss und dass das dann erst entsteht. Ich habe mir das selbst auch noch nicht getestet. Ich habe mir den Mod nochmal runtergeladen, um es mir bei Gelegenheit mal anzugucken. Aber das Thema ist immer die Gelegenheit, ne? Ja, gut, Alex, kommt zurück, ihr seht, Hilfe, das, aua, das war eine Katze. Krabbel in der Ferse. Man hat Spanplatten, man hat Holz, man hat Beton sozusagen. Ja. Okay, Kies und ich muss jetzt nicht verstehen, dass von Thomas auf dem dran am Rechner läuft. An, ne? Ja, da, also das ist natürlich richtig jetzt, muss ich sagen. Nein, die Idee hatte ich in 15er, glaube ich, schon. Da gab es doch auch, was war das, in 15? Da gab es auch diese Mehrfamilienhäuser, die man bauen konnte. Ich weiß nicht, wer in 15er von euch schon Marsch gespielt hat. Aber da konntest du 2 Mehrfamilienhäuser beliefern. Und danach konntest du da das interessiert Öl mich ja nicht. Verkaufen. Wir also warten Diesel drauf, dass auch zu Heizöl, in Anführungsstrichen. Okay. Sowas ja auch in dem Sinne, ne? Dass du erst irgendwo mehr von mir ein Haus oder ein Haus hinbaust und dann hast du da eine neue Lieferstelle für Dünger brauchen wir erst auffüllen, wenn es soweit ist. Aber den. Ja, wir wollen ja nur, dass es dann Geld abwirft. Ja, wie ein Ferienhaus daneben, ne? Ja, genau. Im Prinzip ja. Können wir aber konfigurieren fahren. Oh, schöne Aussicht. Das da machen wir, meine Liebe. Mal runter da, du. Brauchen wir gar nicht. Bin ich doof? Näher am Himmel stehe, krieg ich es eher mit, wenn es aufhört zu regnen. Hm. Ah, ja. Da hast du wohl vielleicht recht, ja. Ja, wenn es aufhört, haben wir wieder alle zu tun. Aber es sieht nicht so aus, als würde es bald aufhören. Wenn wir jetzt mehr Fahrzeuge hätten, könnten wir Helfer einstellen. Von euch. Da könnt ihr mal kurz bei uns helfen und kriegt ja. Klaro.
Ja, nehmen wir an. 2,5 Millionen hätten wir gerne dafür. Ja, mindestens. Pro Peter. Kopf. So viel wirft die Photovoltaik-Hallen auch nicht ab. Hm, sind teuer, die Regen nochmal. Immer dieser verdammte Regen. Ich will arbeiten. Alex, du stehst vor einer offenen Schranke, oder? Nein, ich bin gerade auf dem Weg. Ah, noch auf dem Weg? Ich bin mir einen Weg, ja. So, was haben wir denn da noch alles? Ballen. Aber hier nur Grasfelder auf der Marsch hier. Ja, so, Kartoffeln haben wir noch. Man sieht es für LS. Durch den Partner dazugekommen oder selbst? Oder? Aua. Meinst du mich jetzt? Ja, genau. Durchs Gucken von deinen Folgen, beziehungsweise von euch allen gucken. Vorbildlich. Da ist es dir gegangen wie mir. Die Männer sind schuld. Mhm. Was? Was? Ja, immer die Männer, ne? Ja, die Männer sind schuld, dass wir Frauen LS spielen. Shelly gehörte ja auch dazu. Gerade weiter, wie es vorhin aufgehört hat. War mit Freunden weg. Immer es hört auf. Am Umzug. Es geht los. Faschingsumzug. Und dann sind wir noch essen gegangen. Und es geht gerade weiter. Fasching gibt es ja hier so, also nicht, ich meine teilweise, ne? Aber so richtig. Ja, wir dreschen weiter. Nur Kinderfasching sozusagen. Bei uns unten sind. Wieso? Es regnet doch nicht mehr. Doch Tropfen fallen noch, nur der Ton ist weg. Ja, die letzten. Ah. Ja, die Wolke, die Regenwolke ist auch weg. Bei uns tropft es auch noch stark. Ich will weiter ernten. Nö. Doch. Ui, ich kann ernten. Ja, im Süden geht's. Im Süden geht's? Ja, bei mir auch. Bei uns unten sind schon seit einigen Wochen diverse Umzüge, Bälle und so weiter und so fort. Ja. Jetzt. Ja, man sollte seinen Stuhl auch kennen und nicht vergessen, auf welche Richtung man drücken, schieben oder sonstiges muss. Ja, ja. Ich habe an einer Folge hier fast nur drauf gewartet, dass der Regen aufhört. Das ist echt, ne? Für die Stunde haben wir schon circa 18 Minuten? Ja, extra Minuten. Ja, so ungefähr. Das müssen wir mit dem Schiedsrichter erstmal klären. Ich habe nicht so einen Stress. Ich werde kurz direkt nach unserer Aufnahme hier, werde ich noch Folgen für morgen und vielleicht Dienstag aufnehmen. Damit du vorwärts kommst. Oh, damit du vorwärts kommst. Ja, sonst morgen eine Folge kommen, ne? Sonst wird das nichts mehr. Ja, das wird dann eng. Nimm mir eine Mittagspause. Nutze ich meistens, um die Videos dann zu schneiden oder so und anfangen hochzuladen. Ja, auch immer voll cool, wenn die Videos. Eine schöne Reihen so da eigentlich, oder? Was? Schöne Reihen. Ja, so schöne Schlangenlinien. Ganz nett. Was, das für alles ja, wenn sich hier jetzt da was aufbaut, dann ist das der Thomas, der hier gerade das Problem hat, dass wenn er spricht, mein Mikro reagiert und ihr dann alles mitkriegt. Das muss ja nicht sein. Deswegen hängt er sich jetzt hier gerade so fröhlich eine Decke über den Kopf. Das ist die ihr da so im Hintergrund flattern seht. Jetzt haben wir so ein Mammut-Ding. Ja, da. Hier so ein bisschen. Ja, schafft was. So. Wir doch nochmal die Pöttinger Mähwerke kaufen. Die können wir zusammenpacken vorne als eins und dann dahinter den Riesenspaler. Ja, müssen wir mal. Denk dran, dass ihr genug Leistung braucht. Ich glaube, der Fendt der 10, was haben wir denn? Den 1050er, der packt das. Leider. Den gemoddeten oder den normalen? Das ist der gemodelt. Ich glaube, den wir alle gekauft haben am Anfang. Nein, nicht alle. Fast alle. 3 von 4. Ach, hier dein Gemähtes sehe ich gar nicht.
Da sitzen. Also Gott, dann der Vorstand mit. Synchro. Ja. Ah, Autosave oder? Ja. Hier steht. Fest gefressen. Moment, kein Stress. Nein, oder? Doch. Da tut die mir richtig leid. Doch, dann läuft jetzt auch eine Uhr. Das wäre jetzt aber der Zeitpunkt fürs Autosave. Also bei mir, glaube ich, schmitz ab. Ja, da gibt es doch keine Überminuten heute. Ja, meine Lieben, es sieht schwerst danach aus, dass das Spiel eingefroren ist. Das ist ja jetzt aber ganz merkwürdig, würde ich sagen. Blödes Ende. Also wir wissen nicht genau, wo der Autosave eingesetzt hat und ob er wirklich auch voll Auto gesaved hat oder ob wir beim nächsten Mal ein Stück weit wieder von vorne anfangen müssen. Ja, wir sehen es ja, lieben. Auf jeden Fall würde ich sagen, jo, soll es dann für die Folge heute gewesen sein. Vielleicht, wenn alles wieder klappt, machen wir am Donnerstag ein bisschen länger. Ne? Mal gucken. Also von mir schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.